Das wäre ja überhaupt nicht auszuhalten. Dann hätte sie das ja alles umsonst gemacht. Und deshalb bleibt sie dann dabei, dass das nichts mehr mit ihr zu tun hat. Anders ist, kann sie das nicht überleben, psychisch. Nach einer Autopsie wird das kleine Mädchen anonym beerdigt. Es hat keinen Namen, so wie es keinen Platz im Leben der Eltern hatte. Erst im Nachhinein hat die Oma dem Kind den Namen Joëlle Véronique gegeben. Das kleine Mädchen hat nicht einen Tag Geborgenheit erfahren. Es durfte nicht einmal einen Tag leben. Eine furchtbare Tragödie. Das Schlimmste, sie ereignet sich immer wieder und wieder. War das so Verzweiflung eher oder Pan? Oder wie kann man sich das vorstellen? Das war Verzweiflung, ja. Und Einsamkeit? Die Einsamkeit hat sowieso immer eine Rolle gespielt. Ja, ich war komplett alleine. Ja, in dem Fall hätte es vielleicht geholfen, wenn man halt die Beschuldigte während der Schwangerschaft nicht allein gelassen hätte. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie wohl allein gelassen wurde, in erster Linie von ihrem Lebenspartner, der also da keinen Anteil genommen hat, kein Hehl daraus gemacht hat, dass er das Kind nicht wünscht. Und da hätte man sie vielleicht einfach einmal auch darauf ansprechen müssen und vielleicht ihr auch Hilfe anbieten müssen. Einsamkeit, Sprachlosigkeit in der Beziehung. 10 Jahre in Haft verbringt auch Sabine S. Sie ist Wissenschaftlerin. Ihr Baby hat sie noch am Tag der Geburt umgebracht und es dann ein halbes Jahr lang im Gefrierschrank aufbewahrt. Sie wollte ihr Kind zwar von vornherein aussetzen, doch es zu töten, das wäre ihr nie in den Sinn gekommen. Hätten Sie sich sowas selber zugetraut? Nein, eigentlich nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einem meiner Kinder irgendwas antun könnte. Ich hätte auch nie gedacht, dass es mal in der Partnerschaft, die am Anfang ja funktioniert hat, dazu kommen kann, dass man in der Schwangerschaft, was ja eigentlich was Schönes ist, dass ich eine Schwangerschaft verschweige. Sabine S. und ihr Lebensgefährte haben bereits Kinder. Die neue Schwangerschaft ist schon die zweite, die sie ihm verheimlicht. Hat er von der Schwangerschaft überhaupt nichts mitgekriegt oder nichts mitkriegen wollen? Man kennt sich über Jahre. Hat vorher schon bei den vorherigen Kindern Schwangerschaften mitgemacht. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass man das Veränderungen, derartige Veränderungen nicht mitbekommt. Die Familie wohnt in einer Kleinstadt. Außenstehende bemerken durchaus, dass Sabine S. schwanger ist. Und sie gibt das auch zu. Man hat mich im Kindergarten gefragt, eine Mutter eines Kindes, ob ich denn schwanger bin. Da konnte ich es zugeben und sagen, ganz normal, ja, ich bin schwanger, dann und dann. Aber dem eigenen Partner gegenüber nicht. Ihr Partner ist noch nicht zu Hause, als an einem Samstagabend die Wehen einsetzen. Zugleich kommt die Angst in ihr hoch. Denn sie hat ihrem Lebensgefährten noch immer nichts von der Schwangerschaft erzählt. Ja, er sagt nicht, dass wenn ich noch mal ein Kind bekomme, schmeißt er mich raus oder verlässt er mich, sondern wenn ich immer eine weitere Schwangerschaft verschweige. Das Kind, ein kleines Mädchen, kommt in der Badewanne zur Welt. In aller Stille. Liliane nennt die Mutter das Baby, von dem sein Vater nie erfahren soll. Was haben Sie denn gemacht? In der Badewanne, Sie haben es geboren und dann? Ja, ich habe sie sofort hochgenommen und mir auf den Bauch, auf die Brust gelegt. Und Handtuch drüber und erst mal angeguckt und gekuschelt. Ich habe vorher schon alles hingelegt gehabt für sie. Zum Anziehen, Windeln, alles habe ich vorher schon hingelegt. Und dann habe ich sie angezogen. In Decken eingekuschelt und im Schlafzimmer erstmal hingelegt aufs Bett. Und dann geguckt, ob meine Söhne schlafen, da alles passt, weil ich mir dann doch überlegt habe, was machst du jetzt? Wo bringst du das Kind jetzt hin? Zu Hause kann Liliane nicht bleiben, doch es soll ihr nichts geschehen. Sabine S. beschließt, das Kind am Haus eines Arztes abzulegen. Doch da scheint niemand zu Hause zu sein.
Sie hat Angst, der Säugling könnte nicht gefunden werden. An anderen Plätzen hingegen hat sie Angst, erkannt zu werden. Und es war auch wieder die Angst da, dass gesehen werden oder dass, wenn es gefunden wird, dann das zurückverfolgen können. Auch an eine Babyklappe hatte sie gedacht und daran, das Neugeborene vors Krankenhaus zu legen. Von Babyklappe wusste ich, dass es nicht gibt, aber eben vor die Krankenhauspforte schon. Aber eben diese 8 Kilometer quasi dann zu Fuß nach der Geburt zurückzulegen und die Kinder so lange alleine zu lassen. Sorgen treiben sie. Um die Kinder zu Hause und um das Kind, das sie aussetzen möchte. Was war jetzt der Unterschied zu den anderen dreien? Ja, ich denke, zum einen die fehlende Beziehung, die ich zum letzten Kind eigentlich ja noch nicht hatte. Und auch während der Schwangerschaft eigentlich nicht aufgebaut habe. Ihre letzte Idee an diesem Samstagabend, die Kirche. Doch auch dort legt sie das Kind schließlich nicht ab. Aus Angst, es könnte bis zum nächsten Tag verhungert sein. Ich bin mehr oder weniger kopflos durch den Ort gelaufen. Ich kann Ihnen da jetzt auch gar nicht mehr genau sagen, wo ich überall gewesen bin. Bin dann nach meiner Zeiteinschätzung damals, nach einer Stunde, wieder nach Hause zurückgekehrt. Hab im Prinzip nicht mehr gewusst, was mache ich jetzt. Ich habe dann nur auf dem Sofa gesessen und schließlich gehört, wie der Schlüssel ins Schloss gesteckt wurde und mein Partner nach Hause kam. Und stand schließlich in der Wohnzimmertür, stand da, guckt mich an, kein Wort gesagt, die Tür wieder zugemacht und rausgegangen. Und in diesem Augenblick, ja, hat es bei mir geklickt, das ist Stromausfall. Ich bin dann ja, wie in Panik auf die Toilette gerannt. Aber was waren die Gedanken, nachdem er die Tür geschlossen hat auf dem Weg zur Toilette? Was waren da die, oder die Gefühle, sagen wir mal? Da muss ja irgendwas passieren. War zum einen die Bestürzung, dass er jetzt einfach die Tür wieder schließt und nichts sagt. Hat das gesehen, hat das nicht gesehen, er kann doch jetzt nicht einfach wieder gehen. Da setzt für mich auch die Erinnerung aus. Also ich weiß, dass ich irgendwann mal wieder zu mir gekommen bin mit der Hand am Hals des Kindes, wo ich dann realisiert habe, das Kind ist tot oder gerade dabei zu sterben. Das hat sich so angehört, das hat zwar keinen Ton von sich gegeben, aber so ein Glucksen und das konnte ich einfach nicht hören. Die Mutter stopft dem Säugling schließlich Toilettenpapier in den Mund. Das Kind erstickt. In dem Augenblick habe ich so quasi, sei endlich still. Ich möchte, dass es vorbei ist. Für uns Außenstehende mag das unverständlich sein, aber für Menschen in ausweglosen Situationen sind eben bisweilen sehr unmenschliche Handlungen die einzig in ihren Augen noch als möglich erscheinende Lösung. Dieser Mensch ist unter dieser schweren Stressbelastung, seelischen Belastung, Ausnahme- und Ohnmachtssituation nicht in der Lage, sein Verhalten noch länger zu kontrollieren. Und das ist dann das, was dabei herauskommt. Ja, ich bin dann noch eine ganze Weile mit dem toten Kind auf dem Schoß dort sitzen geblieben. Der Lebensgefährte im Zimmer nebenan bemerkt von der furchtbaren Tragödie nichts. Da sind Sie ihm begegnet, als Sie raus sind? Oder? Nein. Er war die ganze Zeit im Arbeitszimmer.
Ich habe